Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 bei unserem Versuch, Indien zu gründen. Nun, Indien an sich haben wir schon gegründet, allerdings fehlt uns noch ein großes Stück von Indien. Ein großes Stück Indien ist noch immer britisch, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben bereits hier im Süden Goa zurückerobert. Wir haben ein bisschen was an Kolonien gegründet. Wir haben gerade einen War of Containment gewonnen gegen die Niederlande, was ich toll finde. Und ich hoffe, wir sind bei unserer Infamie bald wieder unter 25. Ich will nichts freigeben, um diese 25 zu unterbieten. Ich hoffe einfach, dass wir nicht angegriffen werden von unseren Nachbarn, bis das passiert. In der Zwischenzeit hoffen wir, dass sich diese Gebiete hier von Britannien lossagen. Ich weiß nicht, sie haben Nationalisten drinnen, aber es passiert irgendwie nichts, was ein bisschen ärgerlich ist. Da sind auch Nationalisten drinnen. Egal. Wir werden auf jeden Fall, sobald wir keinen Waffenstillstand mehr mit Großbritannien haben, Großbritannien wieder angreifen. Und zwar im August. Schau, schau. Im August. Das heißt, unsere Truppen bringen wir gerade wieder zurück. Und wir sollten mehr Militär ausbauen. Achso, wir bauen gerade Militär aus. Sehr gut. Ausgezeichnet. Na gut. Ja, das zum Ausgangspunkt. Wir sind relativ stark, was das mit dem Geld betrifft, mittlerweile. Wir sind eine Großmacht mittlerweile. Ausgezeichnet ist das alles. Diese Kriege da interessieren mich genau nicht. Und ich hoffe einfach, dass wir... Also militärisch sind wir eigentlich gar nicht schwächer als Großbritannien. Das Problem bei Großbritannien ist nur, dass sie so viele verdammte Verbündete haben. Russland vor allem. Russland ist sehr unangenehm als Verbündeter. Nur gegen Großbritannien zu gewinnen wäre gar nicht so schwer, aber Russland ist natürlich so eine Sache. Naja, okay. Wir bauen einmal unser Heer weiter auf. Ich hoffe, das schaffen wir. Und dann sehen wir weiter. Basta ist bankrott. Aber gegen Basta können wir keinen Krieg starten, weil sie das Fernmitglied, nicht das Fernmitglied von Großbritannien sind, sondern wo ist Basta? Welches von denen? Unterkant, Indore, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Kutsch, Mysore, Derabat, Basta da. Kann man nicht angreifen, weil sie ein... Satellitenstaat von Großbritannien sind. Das ist so ärgerlich. Ich würde ganz gerne... Vielleicht können wir einfach nur einen Verbündeten von Großbritannien angreifen. Und Großbritannien kommt dann in den Krieg und nicht Russland. Nur das Problem ist... Alle Verbündeten von Großbritannien, gegen alle Verbündeten von Großbritannien, gegen die ich einen Kriegsgrund habe, sind Satellitenstaaten. Nicht. Aber ich fürchte, gegen Burma habe ich keinen Kriegsgrund. Nein. Ja, das sind alles Satellitenstaaten hier. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Naja, egal. Wir haben sowieso noch ein bisschen Zeit.
Was er vor Schnürgrad Infiltrierung. Okay. Das ist wichtig, weil die werden wir aufs Schiff laden und wieder zurück nach Hause transportieren. Boah, wir haben so etwas, das sich fast schon eine Marine nennt. Wir haben zwei Handelszerstörer. War ein Witz. So, du gehst gleich weiter nach Djibouti, weil wenn wir die abgeliefert haben, die Typen, holen wir gleich und nehmen uns den nächsten mit heim. Wie machen wir das bloß? So was erforschen wir denn da gerade? Infiltrierung. Okay, da sind wir natürlich irgendwie ein bisschen hinten nach. Handel ebenfalls, aber gut, das ist nicht so schlimm. Nur Kultur sind wir eigentlich ganz gut. Und Industrie eigentlich auch. Wir sind zwar, glaube ich, hinten nach, aber ja, kann man halt nicht viel machen. Okay. Wir sind wieder an den Grenzen zu Großbritannien. Und du fährst zurück und holst das nächste. Du gehst eins weiter. Vielleicht lasse ich dich sogar in Djibouti. Den könnten wir in Afrika stationiert lassen. Wir produzieren jetzt hier einen Haufen Truppen. Apropos, wir produzieren einen Haufen Truppen, oder? Ja, wir produzieren einen Haufen Truppen. Ausgezeichnet. Vielleicht sollten wir erst den Krieg erklären, sobald wir halbwegs Truppen aufgebaut haben. Der Friedensnobelpreis für uns. Und das bei einer Nation, die eine Infamie von 25,36 hat. Das ist schön, das freut mich einfach. So, wir können... Oh, wir können Sachleistung gesunde. Ah, das ist jetzt... was machen wir? Entweder Sachleistungen, das steigert unser Bevölkerungswachstum, oder das akzeptable Schulsystem. Wir haben erst 50,8 Alphabetisierung. Wir müssen die Alphabetisierung antreiben. Und Bevölkerung haben wir eh relativ viel. So, schauen wir mal. Apropos viel Bevölkerung. Haben wir hier Leute, die Arbeit brauchen? Auf jeden Fall. Wo denn? Da. In den Vereinten Provinzen. Ja, klar. Da müssen wir eigentlich alles ausbauen. Vereinte Provinzen sind da ziemlich wichtig. Was das betrifft. Ist Afghanistan schaut gut aus. Sind. Schaut auch noch gut aus. Punjab werden wir wieder etwas aufpeppeln. Und zwar, was bauen wir da? Bauen wir die beiden weiter aus. Das auch noch. Wieso nicht? Die vier passen schon. So, Gujarat ist halbwegs versorgt. Vielleicht Gujarat, wo liegt denn das da? Das ist Gujarat, diese drei Gebiete hier. Baumwolle, das heißt, wir sollten dort Stoff auch noch produzieren. Passt eh, weil Kleidung produzieren wir dort eh auch schon. Das heißt, das ist ganz okay, wenn wir da noch Stoffe produzieren. Das wird die Produktion von Kleider, die Kleiderfabrik steigern. Tja, Rajputana ist ein bisschen unterentwickelt noch.
Ich glaube, die haben auch recht viel Bevölkerung, die werden wir jetzt auch ein bisschen aufpäppeln. So, schauen wir mal, wie ist denn das? In Rajputana haben wir fast 4%, das heißt, wir haben da noch eine Bevölkerung übrig. Oh, die könnten wir gleich dort einsetzen. Und zwar, um Facharbeiter zu fördern. Gut, gut, sehr gut. Das heißt aber, wir sollten, das ist Rajputana, gell? Yep. Wir sollten auch da schauen, was wir haben. Holz, hey, wir produzieren hier Holz. Das ist gut. Das heißt, wir werden eine Möbel, eine Möbelindustrie hier bauen. Möbelfabrik. Bauen wir. Papier haben wir schon. Sägewerk brauchen wir natürlich noch. Bauen wir auch einmal. Nachdem wir hier schon Schnaps produzieren, produzieren wir auch gleich Glas. Und Glas geht immer. Und was haben wir noch gesehen, haben wir dort? Irgendwas haben wir noch gehabt? Baumwolle wieder. Hm. Ja, Kleidungsfabriken haben wir eh schon so viele. Ja, mal abgesehen davon, dass die zwei Gebiete jetzt eh nicht so großartig sind. Holz, 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 Holz. Das heißt, wir haben noch Luxusmöbelfabrik auch noch bauen. Gut, dass wir noch relativ viel Geld übrig haben. So, außerdem schauen wir mal. Das erweitern wir auch. Derzeit können wir nirgends Eisenbahnen erweitern. Gut. Ist okay. Du hier gehst irgendwo hin. Nach Lahore zum Beispiel. Warte mal. Ja, genau. Geh nach Lahore und beschützt das Gebiet. So, jetzt haben wir das da auch in der Hand von irgendwelchen Nationalisten. Das wäre irgendwie schön, wenn sich die unabhängig erklären würden von Großbritannien. Wieso tun die das nicht? Das ist sehr ärgerlich. Die würde ich mich ganz gerne erobern. So, wie schaut das aus hier? Ausgezeichnet. Diplomatisch, wir werden versuchen, Russland weiter zu befreunden. So, das Norddeutschen Bund mögen wir auch. Frankreich weiß ich nicht, ob ich die noch mag. Haben wir ein Bündnis mit denen eigentlich? Sie werden nicht akzeptieren. Na gut. Ja, okay. Ach so. Ich bin so dumm. Ist eh klar, dass die kein Bündnis wollen. Wir haben eine Infamie von 25. Von über 25. Da will keiner mit uns Bündnispartner sein. Das brauche ich gar nicht schauen. Aber bald nicht mehr. Wir haben minus 0,1 pro Runde. Yay, Xinjiang können wir weiter die Meinung steigern. Weit ist gut, wir sind jetzt mal herzlich. So, schauen wir mal, was haben wir dann noch?
Die meisten Sachen können wir nicht, weil die alle irgendwie gemein zu uns sind. Ah, okay, meine ersten Truppen. Sammeln sich. Ich habe zwei Sammelpunkte, einen hier in Luknov und einen hier in Karachi. Und an und für sich sollten da jetzt einige lustige Armeen entstehen. Um genau zu sein, eine mit 10 Regimentern und eine mit 20 Regimentern. Das habe ich, glaube ich, noch letztens in der Pause gemacht. Das werden wir jetzt öfter sehen. Ah, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das schaut ja ganz gut aus. Ja, das wäre irgendwie schön, aber das können wir alles nicht. Das ist ein bisschen mühsam. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das machen soll. Das muss ich da. Nein, wir wollen keine Militanz erhöhen, wir wollen Bewusstsein erhöhen. Dann machen wir das. Okay. Ja, aber. Wie kann es genauso wie all die anderen Dinge? Was war das nochmal? Das Bundelkant, Indoor, Kutsch, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner. Das werden immer mehr. Was heißt denn Jaipur kommen die an? Spinnen die? Haben sie die nicht noch alle? Okay, wir haben da eh noch relativ viel Geld für die über. Mehr Sozialisten. So, und zurück nach Lahore. Okay. Ist mir schon klar, dass ihr in Konkurs seid, weil irgendwie mein. Hey, die Mongolei möchte ein Bündnis mit mir. Na klar, machen wir doch glatt. Wenigstens irgendjemand mag mich. Ah, wir sind jetzt wieder auf 24,9. Na klar. Gut, na dann schauen wir mal. Was ist mit euch? Wollt ihr ein Bündnis? Sie werden nicht akzeptieren. Oh, aber mit etwas weniger Infamie wird's gehen. Ich weiß zwar nicht, ob ich jemals auf weniger Infamie kommen kann. Natürlich werden sie nicht akzeptieren, ist eh klar. Ja, warum solltet ihr auch? Oh, ärgerlich. Was mit Italien? Oh, aber nur minus 9. Das ist gut. Das hat Potenzial. Minus 106? Warum? Warum hasst ihr uns so sehr? Ich bin so süß zu euch. Bayern ist uns wurscht. Ist Österreich nicht unter den Top 8? Ah, warte mal. Da war doch was. Hat Österreich viele Kriege verloren? Kann das sein? So wie immer? Ja,
Ja, Österreich hat viele Kriege verloren. Stimmt, den letzten Weltkrieg haben sie so hundsmiserabel verloren, das war fürchterlich einfach. Aber durch das, dass Bayern eine Großmacht ist, ist Deutschland noch immer nicht entstanden. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. So, wir sollten denen mal einen Anführer geben. Diesen Truppen in Luknow mal. Einen möglichst guten. Ja, wir können eigentlich in der Zwischenzeit weiterlaufen lassen, die Zeit. Ach ja. Nein. Gibt es auch gute Anführer, die wir hier haben? Angriff 2, naja. Da habe ich jetzt noch das Beste, was ich jetzt gesehen habe. Oje. Erdbeben von San Francisco, boah. Die Armen. Aber was sagt's hier zu meinen Leiden? Na, du bist okay. Oh. Ich kann wieder jemanden beeinflussen. Wen denn? Ecuador. Ich kann Ecuador beeinflussen. Ich bin so großartig. Und in Kiva könnte ich jemanden rauswerfen, wenn ich wen könnte. In Jaisalmer. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir in einem von diesen Staaten die Mehrheit übernehmen. Noch immer Zeug kaufen für diese Armeen, deswegen sind wir noch immer im Minus. Ich hoffe zumindest, dass es daran liegt. Option passt alles. Okay, schaut gut aus. 34.000 im Plus, bist du wahnsinnig. Oh, die Typen, die ich gerade Versuche in meine Einflusssphäre zu kriegen, haben gerade eine wirklich feste draufgekriegt. Naja, das ist doch immer so. Die Loser bleiben mir. Aber das wird nicht so bleiben. Wir haben jetzt Oktober. Wir könnten schon Krieg erklären. Oh, warte mal, warte mal. Das schaut nach Gott Kiva. Okay, wir haben schon gewonnen. Nein, hast du da gerade einen von meinen süßen Typen gekillt? Spinnst du? Ah, jetzt habe ich irgendwo zu wenig Armee. Italien möchte ein Bündnis mit mir. Ist das schön. Wir haben ein Bündnis mit einer Großmacht. Schöner wäre es, wenn es Russland wäre. Ah ja, China. Auch gut. Die könnten uns auch helfen. Vielleicht. Irgendwo. In irgendeinem Krieg. Hey, wir sind vertraut mit Xinjiang. Das heißt, wir könnten Xinjiang in unsere Einflusssphäre nehmen. Das wäre ja natürlich cool. Das wäre schon wirklich gut. Da hätten wir zumindest auf der Nordseite von unserer Grenze. Sagt mal, spinnt ihr, ihr elenden Rebellen? Könntet ihr nicht zu Hause bleiben? Anstatt zu Hause zu rebellieren gegen die Briten, kommt ihr rüber zu mir? Euch geht's ja wohl nicht gut.
So, Griechenland und Dänemark scheinen auch Krieg zu führen. Schauen wir mal, wie schaut das aus in der Kriegsszene? Oh. Dänemark möchte Togo erobern und führt deswegen Krieg mit so ziemlich dem gesamten Kontinent. Interessant. Das ist ausgesprochen interessant. Dänemark wird wohl eine auf den Deckel kriegen. Denn obwohl Dänemark eine relativ starke Kolonialmacht ist, oder auch nicht. Wo ist Dänemark? Ich dachte, wir haben da was. Also die Niederlande. Dänemark hat gar nichts. Sind die dumm? Was? Das ist Dänemark deswegen. Und Togo wird wahrscheinlich da daneben sein, genau. Ach, deshalb, weil Frankreich eh schon so am Boden liegt. Auf die können wir noch weiter draufschlagen. Hey! Russland, wie schaut's aus mit deiner Bündnis? Ah, schau. Bündnispartner vom Bündnispartner. Wie ist das jetzt mit Italien? Mit wem haben die schon ein Bündnis? Mit dem Norddeutschen Bund. Mit dem wäre ein Bündnis supi. Oh, wir sind schon knapper dran. Knapper dran, als man denken würde. Wir sind nur noch auf minus 31. Schade eigentlich. Was haben wir noch? Das Osmanische Reich. Hey, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Sie werden nicht akzeptieren. Andere Einflusssphäre. Na okay, dann halt nicht. Tunis und wir. Yay, wenigstens Italien hat meine Größe anerkannt. Das liegt vielleicht daran, dass unsere militärische Macht genau gleich groß ist, nämlich bei 278. Wir sind stärker als Großbritannien. Den Norddeutschen Bund als Bündnispartner, das wäre schon was Cooles. Boah, das wäre super. Da könnte dann Russland baden gehen. Das sind auch Nationalisten unterwegs. Wieso gehst du nicht darüber? Geh da rüber. So, du kriegst auch mal einen Anführer. Den hier zum Beispiel. Warte mal. Du bist daher. Okay. Haben wir uns da... Nein, haben wir uns nicht. Wo bist du nur her? Aus Udaipur. Ach, die bleibt da in die Richtung. Wenn wir dann schon sehen. Werden wir dann schon sehen. Okay. Dann, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Mein Heer wird groß, stark und mächtig. So, und Infiltrierung haben wir auch. Wir sollten dann vielleicht einmal schauen. Wir werden gleich militärisch weitermachen, oder? Oh, Gasangriffsfähigkeit. Das machen wir doch glatt.
militärischer Direktionismus, pfeif auf die Industrie-Sachen. Wir werden dann hier Forts erweitern. Wieso ist da auf dem Level 0 das Fort? Ich habe vergessen auszubauen letztens. Damit wir im Kampf gegen das Böse besser bestehen. Vor allem da im Norden. Das Zahnreich sollten wir unsere Grenzen befestigen, weil die werden natürlich wieder einfallen bei uns. Pardon, meine Herrschaften. Die werden natürlich wieder einfallen bei uns. Minder was. Wenn wir jetzt dann den Krieg erklären werden, was wir sicherlich bald tun werden. Stellt sich nur die Frage, überlegen wir mal. Bevölkerungsdichte. Und die höchste, das diese Gebiete, da wollen wir auf jeden Fall noch erobern und da unten die Madras-Region und Bombay natürlich auch. Schauen wir, ob wir im nächsten Krieg diese drei Gebiete hier kriegen können. An und für sich sollte das funktionieren. Das sind drei Regionen, soweit ich das weiß, oder? Das ist Bihar, Nordbengalen und Südbengalen. Und Assam. Vier sind sogar. Mist. Na, schauen wir mal, ob wir die vier kriegen. Sollen wir gleich den Krieg erklären? Wir haben jetzt gerade das Ende dieser Folge erreicht, mehr oder weniger. Ach, weh. Wenn wir Großbritannien den Krieg erklären, um Bihar mal, würde Italien mitmachen? Nein, natürlich nicht. Genauso wenig wie alle anderen von meinen Verbündeten. Wozu habe ich die eigentlich? Das würde nur 7 Kriegspunkte kosten, Bihar zu erobern. Großbritannien würde beschützt werden von allen. Die würden sicher alle mitmachen. Leider auch Russland. Vielleicht sollten wir warten, bis Russland einen Krieg führt. Russland führt einen Krieg. Wir sollten es riskieren. Wir haben das letzte Mal auch gegen Russland gewonnen. Also so gesehen wird das schon passen. Diesmal sind wir sogar noch stärker als vorher. Mit etwas Glück geht Russland nicht in den Krieg, weil sie gerade selber einen Krieg führen. Und ich muss nur gegen Großbritannien und diese ganzen Pipifax-Staaten Krieg führen. So, du gehst einmal daher. Diesmal versuchen wir gleich einmal was anderes. Anstatt dass wir mal erobert werden in den Kolonien, werden wir das mal machen. Du gehst daher. Wir wollen Bihar erobern, das heißt, wir greifen da gleich einmal an. Diese 42.000 kümmern sich mal um diese 9.000. So, außerdem. Naja, ist eh klar. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber diesmal sind wir etwas besser ausgerüstet. Wir haben da, diese werden wir da auch noch raufschicken dann. Diesmal wissen wir etwas besser Bescheid, wie wir gegen die Iren vorgehen können. Schauen wir mal, ob das funktionieren wird. Vor allem, wenn der Krieg so läuft wie das letzte Mal, haben wir Indien eh relativ bald unter unserer Kontrolle. Und dann können wir mit den Restarmeen versuchen, Russland zu erledigen. So, wir werden nur geldmäßig ein bisschen
aufstocken, wenn wir auf 100% gehen, da auf 80% und da werden wir auf 50% bezüglich der Steuern raufgehen, weil wir müssen da voll unsere Truppen unterstützen. Gehen wir jetzt auf 10%. So, wie schaut das aus? Da haben wir leider noch nicht so weit. Okay. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle werden wir für heute wieder Schluss machen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder anschaut, meine Folge, wenn es heißt, erobern Sie Nordindien von Großbritannien. Also dann, bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schlaft gut und träumt was Schönes.